So groß ist der Turm gar nicht. Hat gerade einmal die Windmaschine drin Platz. Pfeifende Geräusch des Windes zieht durch den offenen Glockenturm. Doch es ist eine Täuschung, denn es wird vom Nachbau einer barocken Windmaschine durch das Reiben eines Segelstoffs an einer Holzwalze von Besucher und Besucherinnen selbst erzeugt. Mittels dieser historischen Mechanik gelingt es dem Klangkünstler Wolfgang Dorninger, den glockenlosen Turm wieder zum Tönen zu bringen. Naja, der andere hat auch keine Glocken. Also könnte man es im anderen auch machen.